herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfad des Lebens. Ja, heute beginnen mit mir mit dem ersten Teil der Vorlesungsreihe zur Biologie mit dem Thema Grundlagen und Entstehung des Lebens. Und mit dem Bereich Biologie betreten wir eigentlich die Welt der Wunder. Eine Welt, in der Dinge, die sonst in unserer Fantasie eigentlich nur stattfinden können, wie Magie oder Zauber, etwas zu einer normalen Sache werden. Wie sonst könnte man erklären, dass zum Beispiel eine Ameise locker das 50-fache ihres Gewichtes tragen kann? Oder dass Bäume in der Lage sind, innerhalb von Sekunden ihre Wunden fast komplett zu heilen? Die Biologie ist die Lehre vom Leben. Und wenn man sich das vorstellt, was Leben überhaupt ist, stellen wir eigentlich fest, dass wir gar nichts davon wissen. Es ist erstaunlich, wie viele Sinneseindrücke wir überhaupt wahrnehmen und nicht mal annähernd verstehen, in welcher Welt wir leben. Dass wir all die kleinen Dinge, all die großen Dinge, all das Leben um uns herum in einen Augenblick versuchen wahrzunehmen und eigentlich nichts davon verstehen. Und deswegen ist es wichtig, sich mit der Biologie auseinanderzusetzen. Darum, heute unter dieser Rubrik, werde ich euch zunächst vorstellen, was überhaupt die ganzen Grundlagen zu dem Thema sind. Dann werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was Leben überhaupt ist. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, so einfach ist das gar nicht zu definieren. Dann kommen wir zu der Systematik und der Taxonomie, ehe wir uns letztendlich zum Hauptthema wenden, der Entstehung des Lebens. Okay, wie versprochen, beginnen wir mit den Grundlagen. Die Grundlage ist erst einmal natürlich, was Biologie ist. Ja, das ist ein Wort, das sich aus den altgriechischen Wörtern Bios gleich Leben und Logos für Lehre abzeichnet. Und damit ist die Biologie die Lehre des Lebens. Das Interessante an der Biologie ist, dass sie natürlich zu den Naturwissenschaften gehört und sie kann nicht allein betrachtet werden. Wie alle anderen Naturwissenschaften müssen sie im Kontext mit den anderen betrachtet werden, da diese immer ineinander dynamisch übergreifen. Das heißt, wer ein Experte der Biologie werden möchte, muss zumindest ein Fortgeschrittener sein im Bereich der Chemie und Physik. Sonst funktioniert das nicht. Ja, zum Beispiel steht ja jeder Organismus aus chemischen Verbindungen und auch alle Stoffwechselvorgänge stellen chemische Reaktionen dar. Daher wäre hierfür das chemische Wissen notwendig, die Biologie alleine würde hierfür nicht ausreichen. Ja, Biologie ist natürlich ein riesiger Überbegriff für viele kleine Teildisziplinen. Ich habe hier mal als Auszug gewählt die Evolutionsbiologie, Verhaltensbiologie, Botanik, Physiologie, die Phylogenese, Taxonomie, Ökologie, Genetik, Zoologie, Biodiversität und man könnte die Liste noch sehr, sehr lange fortführen, wenn wir richtig in die kleinen Spezialgebiete gehen, landen wir da, denke ich, bei locker 500 bis 1000 Gebieten. Einige davon, von diesen großen, die ich hier aufgezählt habe, werden wir heute auch wirklich sehr, 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 sehr rudimentär anschneiden. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema, was ist Leben? Was ist damit Biologie? Ja, dazu gibt es verschiedenste Ansätze. Die Religion hat sich damit auseinandergesetzt, Philosophen haben sich damit auseinandergesetzt und natürlich auch die Biologen in ihrem Bereich möchten sich damit auseinandersetzen. Und es haben sich eigentlich zwei verschiedene Aspekte oder Ansichtsweisen dazu etabliert, die ich euch beide vorstellen möchte. Das erste ist die sogenannte These der fünf Merkmale des Lebens. Und nach dieser gilt ein Organismus als lebend, wenn er erstens einen Stoffwechsel hat, zweitens zur Fortpflanzung befähigt ist, drittens zum Wachstum befähigt ist, viertens sich fortbewegen kann und fünftens sich evolutionär entwickelt. Sind diese fünf Punkte erfüllt, gilt ein Organismus als lebendig unter der These der fünf Merkmale des Lebens. Dann gibt es eine etwas modernere Auffassung, die sogenannte biochemische These. Die geht halt nicht so von dieser Einzelbetrachtung des Lebewesens aus, sondern ging eigentlich von der chemischen zur biologischen Evolution über und setzt da an und sagt, ein Lebewesen ist ein chemisches System, welches sich selbst reproduzieren und anpassen kann. Deswegen heißt es biochemische These, weil man hier das chemische System als solches betrachtet und nicht den Organismus. Darunter seht ihr ein Bild von Fritz Gellert Grimm und da ist eine kleine Zusammenstellung von einigen Beispielen zu erkennen, was Lebewesen sein können. Über Bienen, Pilze zu kleineren Organismen, Affen, Blumen, Pflanzen,
ist eigentlich alles dabei. Vieles ist nach der biochemischen These lebendig. Wir werden diese beiden auch gleich mal einzeln betrachten und feststellen, dass bei der biochemischen These sozusagen mehr Leben existiert als nach den These der fünf Merkmale des Lebens. Denn wenn wir die beiden betrachten, werden wir uns sehr schnell einig sein, bei Tieren treffen eigentlich beide Thesen fast immer zu dem, was wir volkstümlich einfach Tier bezeichnen. Schwierig wird es beim Thema Pflanzen und Viren, deswegen möchte ich das hier mal genauer aufzeigen. Und hier werdet ihr sehen, lassen sich sehr schnell Differenzen feststellen und die Frage stellen, okay, ist es nur lebendig oder auch nicht? Ja, Merkmal des Lebens, Thema Pflanze. Schauen wir mal. Also, hat sie einen Stoffwechsel? Eindeutig, ja. Ist die Pflanze zur Fortpflanzung fähig? Ja, auf jeden Fall auch, nur halt nicht so, dass wir das optisch direkt wahrnehmen. Drittens, kann sie wachsen? Okay, eindeutig, hat auch schon jeder gesehen, Pflanzen wachsen. Kann sie sich fortbewegen? Nein. Diejenigen, die sich in der Biologie auskennen, werden sagen, oh Moment, wie sieht's mit den Teufelsbüschen auf Wirbelbüsche oder Savannenbüsche aus? Die leben ja, obwohl sie da vom Savannenwind her wegbewegt werden. Ja, das ist eine Bewegung, das stimmt schon, aber es ist halt keine Fortbewegung. Es ist nicht aus ihrer eigenen Energie heraus, sondern sie sind halt so leicht und bieten dem Wind einen Angriffspunkt, dass sie bewegt werden. Sonst wäre Fortbewegung ja sehr schnell definiert. Wenn ich einen Stein werfe, würde er sich ja dann nach dieser These fortbewegen. Das tut er natürlich nicht. Und last but not least ist die Frage, können Pflanzen sich evolutionär entwickeln? Eindeutig ja, sonst wäre die ganze Artenvielfalt nicht so zustande gekommen. Aber es gilt halt, alle fünf müssen erfüllt sein, damit sie nach der These der fünf Merkmale des Lebens lebendig ist. Und da die Fortbewegung hier nicht möglich ist, wären demnach Pflanzen keine Lebewesen. Das war auch sehr lange der Chorus der Wissenschaft. Aber wie gesagt, aktuell setzt sich die biochemische These immer mehr durch. Und ich muss persönlich sagen, diese präferiere ich auch. Und wir werden mal sehen, wie da die Pflanzen abschneiden. Okay, aber zunächst betrachten wir erstmal, wie das denn aussieht mit den Viren. Und stellen uns die Frage, haben diese einen Stoffwechsel? Ha. Hier ist die Wissenschaft gespalten, ist sehr schwer zu sagen. Was bedeutet Stoffwechsel? Bedeutet das, aus eigener Kraft irgendwelche synthetischen Vorgänge zu betreiben oder bedeutet das einfach nur eine Stoffumwandlung? Und weil Viren sind auf andere Lebewesen angewiesen, sie können sich selbst nicht fortpflanzen, sie benötigen einen anderen Organismus, dessen Zellen sie in der Regel manipulieren und ihn dazu zwingen, sich fortzupflanzen. Das heißt also, ihr Stoffwechsel wird darin bestehen, dass sie den Stoffwechsel des Wirtes verändern. Jetzt halt die Frage, ist es dann auch der Stoffwechsel vom Wirt, weil es ja die Wirtszelle eigentlich war? Oder ist es der Stoffwechsel von Virus, der diesen in die Wirtszelle integriert hat? Von daher ist man sich hier unsicher und ich möchte mich selbst dazu auch lieber nicht äußern, weil ich mir auch nicht sicher bin. Zweitens, sind Viren zur Fortpflanzung fähig? Okay, habe ich gerade schon eigentlich erwähnt, eigentlich nicht. Sie brauchen halt einen Wirt, dessen Zellen sie manipulieren und dann anregen. Fortpflanzung kann man das nicht direkt bezeichnen. Drittens, können sie wachsen? Nein, die sind wie sie sind. Sie teilen sich höchstens, das heißt, lassen sich reproduzieren. Viertens, können sie sich fortbewegen? Ja, viele haben kleine Flagellen oder so und können sich fortbewegen, auch wenn es unglaublich langsam ist. Fünftens, entwickeln sie sich evolutionär? Ja, Viren entwickeln sich evolutionär sogar relativ schnell. Deswegen sind die ganzen Viruserkrankungen, die wir haben, für die brauchen wir dann immer relativ häufig und schnell neue Impfstoffe, weil sie sich halt evolutionär an diese Wirkstoffe anpassen und sich selbst dagegen immunisieren. Gut, wir können jetzt auch zusammenfassend sagen, nach den fünf Merkmalen des Lebensthese wären weder Pflanzen noch Viren Lebensformen. Okay, betrachten wir mal die Variante der biochemischen These für die Pflanze. Also, ist es ein Lebewesen? Klar, ist es ein Lebewesen, ist die Frage, aber ist es ein chemisches System? Ja, ist es, denn das sind chemische Stoffwechselvorgänge und so weiter. Welches sich selbst reproduzieren kann? Ist in der Lage, hat Fortpflanzung und kann es sich anpassen? Muss man auch mit Ja beantworten, sonst würden die Pflanzen ja nicht der Evolution unterliegen. Okay, nach der These sind Pflanzen lebendig. Wie sieht das wieder bei Viren aus? Okay, schauen wir erstmal. Sind sie ein chemisches System? Klar, sind sie.
Können sie sich selbst reproduzieren? Da sind wir schon mal raus. Und können sie sich anpassen? Ja. Aber Viren sind keine Lebewesen. Sie können sich halt nicht selber reproduzieren. Sie sind gezwungen, andere Zellen zu manipulieren. Das heißt, wenn wir jetzt insgesamt sagen würden, beide Thesen haben eine Daseinsberechtigung, müssten wir sagen, sind Pflanzen lebendig? Kommt drauf an, welche These wir zugrunde legen. Sind Viren lebendig? Nein. Egal wie wir es machen, die sind nicht lebendig. Und damit sind wir schon bei einem Teilgebiet der Biologie, und zwar der Systematik. Das ist im Prinzip das Gebiet der Biologie, welches sich mit den Verwandtschaftsverhältnissen, Kategorisierung und der Entstehung und Entwicklung von Leben und Lebewesen befasst. Schauen wir uns mal die Teilgebiete der Systematik an. Da haben wir zunächst die Taxonomie. Das ist im Prinzip die Lehre der Einteilung und Bestimmung von Lebewesen. Die Nomenklatur, wie in fast allen Gebieten, ist Nomenklatur einfach eine wissenschaftliche Benennung oder strukturierte Benennung. Dann haben wir die Evolutionsbiologie, die erforscht halt die Prozesse, die zu der Artenvielfalt führen. Und die Phylogenie, die bestimmt halt die stammesgeschichtliche Entwicklung, also wer stammt von wem ab, hat sich entwickelt, welche Gruppen gehören zusammen und so weiter. Das läuft alles unter Phylogenie. Die Taxonomie habe ich mir jetzt mal rausgepickt, weil sie zu dieser Vorlesung sehr wichtig ist. Die Taxonomie dient ja dazu, die Verwandtschaftsverhältnisse von Lebewesen aufzuzeigen, und sie spiegelt zugleich auch die evolutionäre Entwicklung wider. Dazu werden die Lebewesen zu Gruppen mit gleichen Merkmalen zusammengefasst. Diese Gruppen werden dann Taxone benannt. Es gibt folgende hierarchische Ordnung für Taxonklassen. Ich habe jetzt mal die Unterklassen weggelassen, weil das wäre einfach zu viel. Die kleinste ist die Art. Das ist sozusagen die genaueste Bezeichnung. Darüber steht die Gattung, über diese wiederum die Familie. Die gehört in die Ordnung, diese in eine Klasse, die wiederum in einen Stamm. Der Stamm wird irgendeinem Reich zugeordnet und das Reich irgendeiner Domäne. Das heißt, wir haben eine Domäne, das sind ein Großteil von Lebewesen, und es wird immer spezieller, bis wir zu einer einzelnen Art ankommen, wo wir sagen können, okay, dies ist genau diese Art, da gibt es keine andere. Wir möchten uns das am besten hier nochmal anschauen, weil das etwas abstrakt ist, denke ich. Und zwar am Beispiel von uns, den Homo sapiens sapiens, den Menschen. Fangen wir also mit dem größten Gebiet an, der Domäne. Wir gehören in dieser Domäne zu den Eukaryoten. Und ja, Eukaryoten, das sind alles die Organismen, die über echte Zellkerne verfügen. Das andere wären die Prokaryoten, die verfügen halt über keinen echten Zellkern. Nicht zu verwechseln mit den Protisten, das sind Einzeller, die können sowohl Prokaryoten als auch Eukaryoten sein. Das wird oftmals durcheinandergeschmissen, ist aber ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Okay, Domäne Eukaryoten, in welchem Reich befinden wir uns? Tiere oder auf Latein Animalia? Ja, Tiere, denke ich, brauche ich nicht weiter erklären, das sind alles, was wir halt so unter Tiere kennen. Dann kommen wir zu den Stamm. Da gehören wir zu den Chordatieren, Chorda von der Wirbelsäule abgeleitet, daher auch Wirbeltiere. Aber richtig, sie ist eigentlich Chordata, weil halt nicht nur Wirbeltiere dazu zählen, das war früher mal so. Und das sind halt alle Tiere, oder die größte Teil dieser Tiere sind jene, die eine Wirbelsäule oder ein wirbelsäulenähnliches Konstrukt besitzen. Gehören zur Klasse der Säugetiere. Früher nannte man die Säugetiere als Reich, aber das ist schon sehr, sehr überholt. Mittlerweile wissen wir, dass die Einteilung der ehemaligen Reiche nicht eindeutig ist. Säugetiere oder lateinisch Mammalia, Mammalia kommt vom Säugen, daher passt das ganz gut. Und das sind halt alles jene Tiere, welche die Milchdrüsen verfügen und ihre Jungen säugen. Okay. Ordnung, in der wir zu finden sind, die Primaten oder Primates. Das sind halt die Affenartigen, wenn wir so wollten. Dort genauer die Menschenaffen als Familie, Hominidae. Merkt man schon, wenn wir Homo sapiens sapiens fragt, mit Homo nähern wir uns jetzt wirklich langsam auch der genauen Bestimmung an. Dann kommen wir zu der Gattung Mensch, der Homo. Das heißt nicht Homosexualität, Homo heißt gleich. Und zuletzt Art, der Jetztmensch, Homo sapiens sapiens. Ja, das sind halt wir. Jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptthema der Entstehung des Lebens. Also die Frage, wie kam es davon oder wie kam es dazu, dass auf einmal Wesen entstanden sind, die in der Lage sind,
sich selbst zu reproduzieren, die Wahrnehmungen haben, Gefühle, Gedanken, die zur Selbstständigkeit befähigt sind. Also all das, was uns von unbelebter Materie unterscheidet. Und gleich vorweg möchte ich sagen, der Punkt, wo wir von unbelebter Materie, die halt, der all solche Dinge fehlen, zur belebten Materie überging, der ist nicht genau bestimmbar. Die Prozesse sind nicht eindeutig bekannt. Es gibt Thesen, aber keine verifizierten Thesen. Wenn wir uns vorstellen, dass die Entwicklung des Lebens Millionen von Jahren dauerte, ist es, denke ich, nachvollziehbar, dass das in Laborversuchen nicht so gut nachvollziehbar ist. Okay, fangen wir an zu betrachten, wie denn das, was wir alles kennen, überhaupt mal angefangen hat. Ja, die Frage, woher das halt alles gekommen ist und wie das Leben entstanden ist, hat jahrhundertelang die verschiedensten Wissenschaftsarten begeistert, sei das die Medizin, die Biologie, früher hauptsächlich Astronomen, Philosophen und natürlich die verschiedenen Religionen, die auch gewisserweise Philosophien haben. Und es existiert keine gesicherte Antwort. Ich als Biologe möchte jetzt sagen, es war wahrscheinlich kein einzelner Gott, der alles geschaffen hat. Aber die Alternativen, die sich zu dieser Erklärung bieten, sind genauso unzuverlässig, möchte ich sagen. Das heißt, Religionen haben in diesem Sinne eine Daseinsberechtigung. Viele Religionen haben im Prinzip den Ansatz einer Schöpfungstheorie. Nach diesem gab es halt einen Schöpfer, in der Regel ein Gott, und der erschuf das Leben. Und der Gegensatz zu der Naturwissenschaft ist halt, dass diese den Ansatz der Evolution haben. Früher war es nur die biologische Evolution von Darwin. Die konnte aber halt natürlich sagen, Lebewesen haben sich aufgrund der darwinistischen Gesetze weiterentwickelt, konnte aber halt nicht die Frage beantworten, ja Moment, und woher kam erstmal der allererste Organismus? Und daher wurde diese These um den Ansatz der chemischen Evolution erweitert. Hier abgebildet sehen wir den Göttervater Zeus, ich denke einer der bekanntesten Schöpfergottheiten. Obwohl das natürlich auch nicht so ganz eindeutig ist, wenn wir bedenken, dass er ja eigentlich die Titanen gestürzt hatte, die ja eigentlich eher die Schöpfer waren. Aber beschäftigen wir uns jetzt mit den biologischen Thesen, nicht mit den religiösen, weil wir uns halt in der Biologie befinden und ich hier die Biologie auch unterrichte. Religionswissenschaft werden das andere wahrscheinlich machen, Notfall einen Priester fragen oder eines der wichtigen Gebetsbücher konsultieren. Und damit beginne ich jetzt total abgegrenzt davon, auf naturwissenschaftlicher Basis der chemischen Evolution. Und da fangen wir da an, wo alles anfing. Zumindest wo wir das vermuten. Und zwar, alles begann vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Da kam es zum Urknall. Und die Frage immer, was der Urknall ist, ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Aktuelle Forschungen zeigen, oder fast schon Thesen eher nur, es gab eine Art Singularität. Das war ein unglaublich winziger Punkt, der aber alle Masse, Zeit, Raum und Kraft, die wir aktuell im Universum haben, in sich vereinte. Und beim Urknall kam es dazu, dass dieser kleine, super massereiche, mega energiegeladene Punkt sich extrem schnell ausdehnte und zu expandieren begann. Und das muss unglaublich laut gewesen sein, weil man sich vorstellt, dass eine riesige Masse durch riesige Energieeinwirkungen vielleicht durch eine Art Selbstzerstörung durch gerade diese Gravitationskraft, die auch da drinnen irgendwo verborgen war, auf einmal sich ausdehnte, die Energie frei wurde, die Masse zerstreut wurde mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und das ziemlich laut gewesen sein muss. Und man ist noch in der Lage, diese Restresonanz, das Restgeräusch vom Urknall wahrzunehmen mittels Radioteleskopen. Und wenn man bedenkt, dass da sozusagen eine Schallwelle, die 13,8 Milliarden Jahre alt ist, immer noch zu hören ist, kann man sich gut, denke ich, vorstellen, dass das halt ziemlich laut gewesen sein muss. Daher kam auch der Name. Danach ging es weiter. Während sich diese Singularität zum Universum langsam ausdehnte, da entstanden dabei Zeit und Raum und die chemischen Elemente und auch die diversen Naturkräfte. Das ist auch schon eine sehr komplexe Sache mit Inflatoren, der Entwicklung eigentlich der wichtigsten Teilchen zu den heutigen Teilchen, seien es auch die ganzen Gluonen, Neutronen, Elektronen, Positronen, Antitronen etc. pp.
Darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen, weil das passt eher in die Astronomie, zu der ich auch irgendwann eine Vorlesungsreihe machen werde. Hätte ich jetzt auch schon gern gemacht, aber das Problem ist, ich kann mich einfach nicht teilen. Und die Biologie setzt eigentlich viel, viel später an. Zumindest die Biologie, die wir kennen, weil wir jetzt einfach mal behaupten müssen, es hat auf der Erde angefangen, weil wir anderes Leben noch nicht erforschen konnten, auch wenn es denkbar ist, dass wir natürlich nicht der einzigste vor allem, das ist statistisch ziemlich unwahrscheinlich, aber auch nicht der allererste Planet sind, in dem sich Leben entwickelte. Ja, wie ging es weiter? Naja, durch die Ausdehnung und die ständige Neuformierung des Universums, auch das werde ich später darüber erklären wollen, da entstand vor etwa 13,6 Milliarden Jahren unsere Galaxie, die Milchstraße, und vor ca. 4,6 Milliarden Jahren unser Sonnensystem mit der Erde. Das passiert im Prinzip dadurch, dass durch die einzelnen Gravitationskräfte dieser Massenteilchen, die da waren, die langsam sozusagen verklumpten und sich daraus größere Bestandteile wie Planeten und Sonnen formten. Okay, zu dem Zeitpunkt, das nannte man Hadaikum, war die Erde eine extrem heiße Gaswolke, die langsam verklumpte, an Dichte gewann und dadurch, weil sie halt immer mehr Masse hatte, mehr Gravitation erlangte und mehr Partikel anzogen und anbinden konnte. Aber es gab halt noch keine Atmosphäre, sodass Gase nur durch die Gravitationskraft leicht gehalten wurden, aber die noch nicht stark genug war. Hier sehen wir ein Beispiel, wie unsere Atmosphäre ungefähr aussieht, ein Bild von der NASA. Das ist natürlich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht denkbar gewesen. Die Erde war einfach viel zu heiß dafür und es kam halt dann dazu, dass die Erde allmählich und langsam abkühlte. Das dauerte ungefähr bis vor ca. 4 Milliarden Jahren und dann war sie so weit abgekühlt, dass Wasserdampfmoleküle die Erde nicht mehr verließen, sondern festgehalten werden konnten durch die Gravitation und es bildete sich eine Art Wasserdampfgasmantel, der unsere erste Atmosphäre darstellte. Und man nennt das halt Wasserdampfgasmantel, weil 80% Wasser waren. Der Rest waren etwa 10% Kohlendioxid, 7% Schwefelwasserstoff. Das ist ein Atemgift für uns oder für die höheren Organismen allgemein. Und die restlichen 3% war ein Gemisch aus verschiedensten anderer Gase, die jetzt erstmal nicht so wichtig sind. Dann dauert es nochmal 100 Millionen Jahre, sodass vor circa 3,9 Milliarden Jahren die Erde so weit abgekühlt war, dass das Wasser, was in der Atmosphäre war, nicht mehr einfach nur verdampfte, sondern sich zu Wolken verklumpen konnte und es zu Regenfällen kam, die Jahrhunderte, Jahrtausende andauerten, manche sagen sogar Millionen Jahre. Und diese lösten jetzt eigentlich die Reaktion aus, dass aus den chemischen Elementen langsam die ersten Moleküle werden konnten. Dieser ganze Prozess begann in der Regel bei den sogenannten Black Smokers, oder auf Deutsch schwarzen Rauchern. Und das muss man sich als geothermale Öffnungen im Ozean vorstellen, aus denen vom Erdinneren, vom heißen Vulkaninneren sozusagen, stark mineralhaltiges, heißes Wasser strömt. Und diese freigesetzten Mineralien, nimmt man an, waren dann die ersten Sachen, wo Leben sich langsam entwickeln konnte. Weil durch die Energie, den Regen, das Wasser, das endlich auf der Erde sozusagen verfügbar war, und diese Mineralien konnten sich hauptsächlich aus den Elementen Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff, teilweise auch Stickstoff und Sauerstoff, immer komplexere organische Moleküle bilden. Damit gehen wir dann eigentlich schon fast in die Biochemie rein, beziehungsweise in die organische Chemie, weil wenn man die betrachtet, nach der Definition sind organische Moleküle halt wirklich welche, die hauptsächlich diese Atome haben. Hier abgebildet ist Methylorange. Das ist ein Azofarbstoff und ein sehr komplexes Molekül. Das gab es früher damals noch nicht. Ich habe es aber genommen, weil man hier diese wichtigsten Sachen sehen kann und auch den Schwefel, den ich noch mündlich erwähnt hatte. Und das ist halt auch ein typisches organisches Molekül. Ja. Ab dem Zeitpunkt wird es ein bisschen schwammig und man weiß nicht eigentlich genau, wie es weitergeht. Aber es muss ein Prozess stattgefunden haben, aus dem von diesen komplexen organischen Verbindungen dann irgendwann sich die Ribonukleinsäure, kurz RNS, entwickelte. Manche sagen auch die DNA. Und beide haben halt die Fähigkeit, sich selbst zu replizieren. Das heißt, sich selbst immer wieder neu zu bilden, ohne dass da jemand etwas machen muss.
Diesen Prozess nennen wir auch Autokatalyse. Und das war der Punkt, an dem das Leben begann, weil wir hatten jetzt erstmals ein organisches Molekül, was in der Lage war, sich selbstständig zu reproduzieren, zu wachsen, wenn man wollte. Und es musste theoretisch auch der Evolution unterliegen. Das heißt, wenn wir auch heute die DNA betrachten, kommt es durch Rekombination ab und an zu Fehlbildungen, also Fehlbildung im weitesten Sinne. Das heißt, die DNA-Helix wird nicht genauso kodiert, wie die ursprüngliche eigentlich war. Das heißt, sie wurde nicht direkt kopiert, sondern sie war sehr, sehr ähnlich. Und es gab ab und an halt mal ein paar Fehler. Und ja, damit sind wir dann eigentlich schon bei der biologischen Evolution, wo Darwin sagt, manche der Fehler sind vorteilhaft gewesen, die haben sich dann durchgesetzt. Und das ging halt immer weiter, bis das Leben sich entwickelt hat. Aber das machen wir später beim Thema Evolutionsbiologie. Hier sind wir jetzt bei dem Punkt, wo wir die Frage beantworten konnten, wie entstand das Leben? Kurz gefasst, es bildete sich die Erde, es gab erstmal anorganische Verbindungen, dann kamen langsam die organischen Verbindungen und diese waren irgendwann in der Lage, sich selbst durch Autokatalyse zu replizieren und das war der Beginn des Lebens. Okay, wir sind mit der Thematik inhaltlich durch, aber um das zu festigen, habe ich natürlich mir wieder eine Übung überlegt. Diejenigen, die meine Videos kennen, wissen, was jetzt kommt. Lest euch mal am besten die Aufgaben durch, pausiert das Video, nehmt euch Papier und Zettel oder irgendwas anderes und versucht mal die Aufgaben hier zu lösen. Ich pausiere in dem Moment das Video nur kurz, ihr pausiert es am besten lang, weil ich springe gleich zur Lösung, dann lasst ihr es einfach weiterlaufen, wenn ihr fertig seid. Und wir schauen mal, ob das, was ich euch vorgestellt habe, so weit haften geblieben ist, dass ihr das zu Papier bringen konntet, um diese Fragen zu beantworten. Und was soll ich sagen? Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Heute in drei Akten. Das wird bei diesen naturwissenschaftlichen Videos auch eher so sein, weil manche Antworten sehr lang sind und manche Fragen natürlich so gestellt sind, dass sie nicht direkt eins zu eins von einer anderen Folie abgeschrieben werden können, sondern ein selbstständiges Denken vermögen. Und so ist es ja auch in Prüfungsordnungen, dass immer Fragen gestellt werden, die nicht nur die Wiedergabe des Wissens und Abfrage des Wissens, sondern auch eine Anwendung des Wissens beinhalten. Die erste Aufgabe jetzt war, nennt fünf Teilgebiete der Biologie außer Systematik. Das war natürlich nur eine reine Wissensabfrage. Ja, ich hatte sie vorhin schon mal vorgestellt und es gibt noch mehr. Ich habe hier einfach mal ein paar aufgelistet. Evolutionsbiologie, Verhaltensbiologie, Botanik, Physiologie, Phylogenese, Taxonomie, Ökologie, Genetik, Zoologie, Biodiversität. Gibt auch die Limnologie, die Marinologie, die Ornithologie, die Endologie. Und so weiter und so weiter. Alle kann ich hier nicht aufzählen, weil schon allein, wenn ich den Begriffskatalog vorlesen würde, würde es erstens lange dauern und zweitens würdet ihr einschlafen und ich wahrscheinlich auch. Und wir springen deswegen weiter zur zweiten Frage, die da lautete: Womit befasst sich die biologische Systematik? Nennt zwei Teilgebiete der Systematik außer Taxonomie und erläutert diese. Ja, erstmal eine kurze Erklärung. Die biologische Systematik befasst sich mit Gliederung, Benennung und Verwandtschaftsverhältnissen von Lebewesen, als auch der Entstehung und Entwicklung dieser oder des Lebens, wäre auch richtig. Welche Teilgebiete gibt's? Drei Stück, also eigentlich vier mit der Taxonomie, aber die habe ich ja schon mal vorweggenommen, dass man die nicht nehmen soll. Das erste wäre die Nomenklatur, das ist die Benennung der Lebewesen, Evolutionsbiologie, die sich im Prinzip wirklich mit der Evolution, also der Erforschung und Entwicklung der Artenvielfalt befasst. Und die Phylogenie, welche sich mit der stammesgeschichtlichen Entwicklung oder auch der Bestimmung der Stammesentwicklung beschäftigt. Drittens, ordnet folgende Taxonomklassen hierarchisch von der größten zur kleinsten. Das wäre auch eine Frage, die reines Auswendiglernen ist. Vorteil bei so einer Aufgabe, man hat euch die Lösung in dem Sinne gegeben, dass ihr die Worte nicht lernen braucht, aber man muss ungefähr wissen, welche Größenverhältnisse hier hinhauen. Die Reihenfolge wäre von der größten zur kleinsten: Domäne, Reich, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art. An sich auch nicht schwer. Wenn man es einmal drauf hat, kann man das im Schlaf. Ich weiß es, ich habe schon getestet. Okay, damit sind wir beim zweiten Teil und der vierten Frage. Handelt es sich bei den Gänseblümchen, Veles perennis, um ein Lebewesen? Beantwortet diese Frage sowohl mit den Merkmalen des Lebens als auch mit der biochemischen These.
Ja, und hier musst du ja halt das Wissen anwenden. Allerdings hatte ich natürlich schon bei der Folie Pflanzen vorgestellt, zu der das Gänseblümchen gehört. Prinzipiell, wenn man das verstanden hatte, konnte man sagen, was für die Pflanze gilt, gilt auch fürs Gänseblümchen, da sie eine Pflanze ist. Was haben wir also da? Das Gänseblümchen hat wie jede Pflanze einen Stoffwechsel, kann sich fortpflanzen, kann wachsen und ist in der Lage, sich evolutionär zu entwickeln, aber sie kann sich halt nicht bewegen. Das heißt, nach der These der Merkmale des Lebens ist sie kein Lebewesen, da nicht alle fünf Merkmale zutreffen. Bei der biochemischen These erfüllt sie hingegen alle Sachen, weil sie ist ein chemisches System, sie ist in der Lage, sich selbst zu reproduzieren und sie kann sich anpassen. Das heißt, nach der biochemischen These ist sie ein Lebewesen, da alle genannten Merkmale erfüllt sind. Okay, Aufgabe 5. Ordnet folgenden Ereignissen im Prozess der Entstehung des Lebens die entsprechenden Jahreszahlen zu. Da war A der Urknall, der fand etwa 13,8 Milliarden vor der Zeit statt. Man kann auch vor Beginn der Zeit schreiben oder vor Christus. Ich mag die Angabe vor Christus noch nicht genau. Wer es schon mit der Bibel auseinandersetzt, wird wissen warum. B. Entstehung unseres Sonnensystems und der Erde. Das war vor 13,6 Milliarden Jahren vor der Zeit. Und der Beginn des Lebens war etwa vor 3,9 Milliarden Jahren. Wenn man die drei Zahlen jetzt einfach mal so betrachten, das war jetzt nicht wichtig bei der Aufgabe, aber können wir sagen, unser Sonnensystem und unsere Erde sind ziemlich nah am Urknall dran, also relativ jung. Während das Leben natürlich ganz schön viel Zeit brauchte, also 3,9 Milliarden Jahre zu, sagen wir 3,8 Milliarden Jahre, die das Universum existierte. Das heißt, noch ungefähr erst 75% der Zeit hat sich das Leben entwickelt. 75% der Zeit waren halt erstmal überhaupt dazu nötig, diese ganzen Voraussetzungen zu schaffen. Okay. Sechstens. Wie nennt sich der chemische Prozess, der Unbelebte von belebter Materie unterscheidet? Und welches war wahrscheinlich die erste chemische Verbindung, die diesen Prozess beherrschte? Ja, das war die Autokatalyse, die Fähigkeit, sich selbst zu reproduzieren. Und die vermutlich ersten autokatalytischen Verbindungen waren die RNS bzw. DNS. Man kann auch sagen RNA und DNA, das sind halt einfach nur die englischen Begriffe. Das S im Deutschen für Säure, im Englischen ist halt das A für Acid oder Oxid. Und das waren wahrscheinlich die ersten, obwohl manche Experten annehmen, es könnte noch andere geben, die aber dann die evolutionäre Entwicklung nicht durchgehalten haben, weswegen sich nur diese durchsetzen. Ja, damit sind wir beim Ende der Präsentation angelangt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Mir macht Biologie sehr viel Spaß und wer dieses Video schaut, dem wird es wohl wahrscheinlich auch Spaß machen. Oder wer ist gezwungen, für eine Klausur oder ähnliches zu üben. In jedem Fall hoffe ich, dass es hilfreich war. Ich verabschiede mich ins Wochenende. Tschüss!